Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute am Meilenmittwoch, aber an einem Samstag, auch wieder frisch gepresst aus Kalifornien. Bin hier in den letzten Zuckungen im Zimmer. Ich muss gleich noch hier meine Sachen packen und dann geht's zum nächsten Hotel, zum Indian Wells. Ein bisschen relaxing, ein bisschen Sonne, ein bisschen Wasserpark und das Leben genießen. Aber nichtsdestotrotz mache ich für euch hier frisch gepresste Sendung. Und zwar All Plus Voyager hat jetzt Swiss Hotel aufgenommen in die Marken, bei denen man sparen kann. Gehe ich nochmal drauf ein, damit ihr wisst, was das überhaupt ist. Wir haben des Weiteren World of Hyatt. Ein Reminder, als ich Hotels für die nächste Woche buchen wollte, wir haben Änderungen in den Kategorien. Müssen wir nochmal uns genauer angucken, was das für euch heißt. Und ich erzähle euch, welchen Fehler ich beinahe gemacht hätte. Dann geht es weiter mit Hyatt. Die haben eine Promotion für Thompson und für Dream Hotels. Da gibt es doppelte Statusnächte. Leider, leider, leider nicht so wirklich die Hotels in Europa, um ehrlich zu sein. Dann haben wir Lufthansa Miles & More. Es gibt jetzt bei Kreditkarten vierfachen Umsatz, nur nochmal als Hinweis für außereuropäische Umsätze. Und Lufthansa Miles & Pay jetzt beim Tankensparen. Da gab es jetzt ja auch nochmal eine E-Mail von Lufthansa. Da wurde ich gefragt, wie das funktioniert und ob das Sinn macht, werde ich euch auch sagen. Und wir haben United, die haben Meilenpooling gestartet, um es direkt wieder zu stoppen. Also hier lustige Themen, alles rund um Meilenpunkte und Status. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren oder einfach eine Kanalmitgliedschaft, weil dann seht ihr die Sendung auch wesentlich früher. So, wir haben das erste Thema und das finde ich eigentlich für jemanden, der jetzt nicht wirklich viel in Hotels übernachtet, als interessante Alternative, wenn man Status haben möchte. Und zwar ist diese Geschichte so, dass man sich einen Status im Prinzip kauft. Und zwar hat Accor die Ibis-Karte, die gibt einem ja direkt, glaube ich, einen Goldstatus mit 10 Nächten, aber 15% Rabatt. Und dieser gilt halt wirklich nur in diesen Ibis- und Ibis-Styles-Hotels und Budget-Hotels, also in diesem unteren Ende. Und es gibt eine zweite Karte, die nennt sich All Voyager Valid Across 22 Brands. Und das Schöne ist, dass das jetzt über 22 Marken gilt. Und da ist jetzt Swiss Hotel bei. Ich sehe das immer wieder in Tallinn, wenn ich zum Beispiel im Hilton sitze. Da kann man das Swiss Hotel direkt sehen. Bin auch schon öfters in Meetings gewesen im Swiss Hotel. Aber ich bin jetzt nicht so da der große Swiss Hotel Kunde. Aber wer es ist oder wer halt sich da in der Accor-Welt aufhalten möchte, kann halt wirklich gucken. Er bekommt 20% Rabatt in den 12 Luxus- und Premium-Marken, 15% in den Midscale- und Economy-Brands, das sind 10 Marken, also sind das 22 Marken. Ich gebe euch mal die Marken, das sind Sofitel Legend, SO, Sofitel McGallery, dann Premium wären 21C Museum Hotels, Mondarin, Pullman, Swiss Hotel, Mövenpick, Grand Mercure, The Sebel and Adagio Premium. Dann gibt es natürlich auch Economy, Ibis, Ibis Star, Adagio Access, Greed, Ibis Budget. Das heißt also, ihr braucht nicht beide Karten, ihr braucht immer nur entweder oder. Und dann Midscale gibt es Handwritten Collection, Novotel, Mercure, Tribe, Adagio und Original. Interessant ist auch, die eine Karte kostet 199 Euro, die andere kostet nur 99 Euro. Also wer halt in den höheren übernachtet. Und wenn man jetzt einfach sagt, man geht jetzt hin, man übernachtet in den Luxushotel, ich sage jetzt einfach mal fünf Nächte pro Jahr, dann kann man einfach mal gucken, dass man mit der Voyager-Card schon alleine 410 Euro spart. Also das finde ich schon relativ spannend in den Luxushotels. Das liegt natürlich ein bisschen daran, was man eine Rate bezahlt. Also das heißt, die gehen davon aus, dass man da bei 400 Euro pro Nacht ist. Aber es liegt natürlich immer wieder daran, was die Nacht kostet und was man da bezahlt, natürlich wie hoch dann die Sparnis ist, weil es halt 20% sind. Wer noch nicht bei Uber ist der, und dann bei Marriott sammelt, der kann das jetzt versüßen, indem er da nochmal extra Punkte bekommt. Und diese extra Punkte, die er bei Marriott bekommt mit Uber, sind 2500 Bonuspunkte. Ich persönlich, bei mir geht es nicht mehr, weil ich bin natürlich bei Uber, ich bin bei Marriott Bonvoy schon lange connected. Das ist ja noch eine SPG-Geschichte, das heißt, das ist von Starwood konvertiert worden und gibt es immer wieder. Man kann jetzt mit 2500 Punkten sich das versüßen, geht übrigens auch für Uber Eats.
Und wichtig ist, dass man die Accounts verbinden muss bis 15. April. Also es ist einfach nur, dass man bei Marriott auf der Seite dann seinen Uber-Account aktiviert. Wichtig ist halt, man bekommt die ersten 500 Punkte einfach nur, weil man sie zusammenlegt. 1000 Punkte, wenn man die erste Fahrt macht. Und man bekommt nochmal 1000, wenn man Uber Eats macht. Also das heißt, man möchte beides dann promoten. Und wichtig ist halt wirklich, es ist nur für Leute, die es das erste Mal nutzen. Also das nur so als Randbemerkung. Ich bin mal gespannt, wie es ist, aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind denn überhaupt bei Uber nicht angemeldet. Also kann ja jemand mal schreiben, ob er das machen will. Und ich glaube, wer jetzt noch nicht bei Uber angemeldet ist, der nutzt es dann auch nicht wirklich. Da bin ich auch so. Wobei Uber Eats benutze ich auch nicht. Ich mag so Dienstleister nicht, die das Essen bringen. Weil ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich dafür zu oldschool. Ich gehe dann lieber zum Restaurant und esse da, weil es gefühlt immer wärmer ist. Und dann natürlich ist es so, bin mal wirklich gespannt, wer da sich outet. Muss mal kurz was trinken. Ja, so ist das. Wir haben dann als nächstes Thema Hyatt. Ich selber übernachte ja gerade wieder im Hyatt Palm Springs und ich wollte meine Hotels für nächste Woche buchen und natürlich auch mit Punkten, wie der ganze Stay hier mit Punkten oder mit Vouchern gemacht wird, weil ich so viele Punkte über meine Kreditkarte habe, dass es sich gar nicht lohnt, diese Punkte zu behalten. Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, wenn es diese Kategorieänderungen gibt und es gibt bei Hyatt im Moment, ich kann euch die Zahl ganz genau sagen, 183 Änderungskategorien und bei 75% gehen die Preise natürlich nach oben. Das sind natürlich dann immer wieder Devaluierungen. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, die Hotels selber haben die Preise ja auch angehoben. Deshalb ist das jetzt nicht ganz so dramatisch, wie es sich immer wieder auf den ersten Blick anschaut. Das Einzige, was ich sagen würde, wäre bei Hyatt, weil es die Kategorie 1 bis 4 nur als Voucher immer gibt für die Kreditkarten zum Beispiel, dass man dieses auf Kategorie 1 bis 5 macht, weil das ist einfach, würde dann auch die Preissteigerung reflektieren und vor allem die Kategorie 1 bis 4 Voucher gibt es ja seitdem es dieses System gibt, aber es gab ja früher nur Kategorie 5, dann gab es Kategorie 6, jetzt müssen wir mal mittlerweile bei Kategorie 8 und gefühlt gibt es ja auch Kategorie 9, weil das sind Hotels, die du nie kriegst. Deshalb sollte man das ändern. Ein Hotel, wo es mir besonders aufgefallen ist, war es so, dass bei den 137 Hotels, die nach oben gehen, Gott sei Dank nicht wirklich eins ist, wo ich öfters bin, außerdem anders in Singapur. Das ist ein Hotel, was geht von Kategorie 5 nach 6. Konnte ich also eh nicht über den Voucher benutzen. Heißt also, wenn man das in Punkten ausrechnet, 5 war vorher maximal 23.000, sind jetzt 29.000 Punkte. Ist natürlich doof. Oder wenn man jetzt halt guckt bei dem Hotel in Belgrad, was ja einige auch benutzt haben, weil es von Kategorie 1 war und eigentlich ein Regency ist, was relativ gut ist. Das geht in Kategorie 2, das ist aber auch jetzt von den Punkten anstatt maximal 6.500 auf 9.500. Oder wenn man die normalen Punkte nimmt, 5.000 oder 8.000 Punkte. Das Hotel, wo es mir aufgefallen ist, wo es positiv war, das war das Hotel in Encinita, genau. Da will ich jetzt hin nächste Woche. Ich hoffe, dass ich da Verfügbarkeit kriege. Das geht von Kategorie 8 auf Kategorie 7 runter. Und da ich noch einen Kategorie 1 bis 7 Voucher habe, den ich loswerden muss, weil der bald ausläuft, wäre das die ideale Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man sich bei der Kategorie 8 anschaut, 45.000 Punkte. Maximal sind jetzt nur 35.000 Punkte, die Nacht zusätzlich kostet. Also da auch nochmal eine Ersparnis zusätzlich on top. Also auch hier in meinen Augen ein Vorteil. Also wichtig ist, wenn ihr ein Hotel buchen wollt, was teurer wird, bucht es jetzt. Wenn es billiger wird, wartet bis Montag. Und zwar die genaue Umstellung ist um 8 Uhr morgens am Dienstag, den März, den 26. CDT, Central Daytime, oder wie das da heißt. Also das heißt in Deutschland dann am Nachmittag. Und da muss ich halt so ein bisschen durchhalten, dass ich dann auch eventuell noch Availabilities finde, weil ich also Sonntag in einer Woche wieder zurück nach Europa fliege. Das ist ja schon morgen. Oh, schade. Da das Hotel dann auch bekomme. Ja, werdet sehen, wenn ich die Sendung von da aus mache. Ganz genau.
Was auch interessant ist, ist für USA sind die Thompson Hotels. Ich finde die Thompson Hotels ja auch nicht schlecht. Ich war ja im Thompson in Los Angeles, vom Konzept her relativ cool. Und auch Dream Hotels ist ja was, was man dazu gekauft hat bei Hyatt ins Portfolio. Die sind so ein bisschen älter, ein bisschen durchwachsener, aber wenn man da übernachtet, kriegt man doppelte Statusnächte. Und wichtig ist, dass diese Nächte jetzt von sofort bis Juni gehen. Da sind einige Lokationen in den USA, aber leider halt nicht außerhalb wirklich Amerikas viel. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre dieses Zihuatanejo, das ist, glaube ich, China. Da ist natürlich das Problem. Ansonsten gibt es natürlich Dreams, die nur 5 Properties haben. Da war ich im Dream Hotel in Hollywood. Und da gibt es halt doppelte Nächte, die sind mit $240 halt auch relativ überschaubar. Ich bin mal gespannt, was dieses Hotel da bringt, weil man ehrlicherweise auch sagen muss, wer Glück hat, da zu übernachten zu können. Für mich ist es nicht so, dass ich in den Thompson oder so weiter gehe, aber ich brauche es nicht, ich habe die Kreditkarte. Und bei 150 Nächten ist eh Schluss. Also das heißt, dieses Jahr, wenn ich meine 150 Nächte bei Hyatt voll habe, dann gibt es keine Vorteile mehr, was natürlich schade ist. Da bin ich dann mal gespannt. Aber ich wollte nur sagen, wer von euch in die USA geht, kann da natürlich dann auch einen Fast Track finden mit dem Thema Hyatt. Jetzt geht es zu Lufthansa Miles & More. Und da seid ihr natürlich auch, wenn ihr außerhalb Europas seid, und das ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant, zur Osterzeit. Und zwar ist es so, man bekommt bis zum 31. Mai die besondere Chance, das Meilenkonto mit vierfachen Meilen zu füllen, so sinngemäß die Webseite. Aber wichtig ist, dass es 4 Meilen pro 2 € gibt, wenn man außerhalb Europas ist. Und das wäre Amerika. Also für den einen oder anderen natürlich richtig. Jetzt wollt ihr wissen, wie es funktioniert. Ich lese es von der Webseite ab, damit es da keinen Fehler gibt. Melden Sie Miles & More Kreditkarte bis zum 31.05. in der Webversion Ihres Online-Kartenkontos an oder in der Kreditkarten-App im Bereich Aktionen an. Und man muss wissen, dass auch die neue Kreditkarte, also wenn man eine neue Kreditkarte kriegen würde, weil die Nummer geändert wird, aber wegen Missbrauch oder sonst was, muss die auch angemeldet werden. Ganz wichtig. Bezahlen außerhalb Europas mit der Miles & More Kreditkarte und sammeln vierfache Meilen auf alle Umsätze, die vom 1. April, 1. Februar, da hat es ja angefangen. Ich hatte das ja auch in meiner Meilen Highlight Show gesagt, bis zum 31.05. nur als Reminder. Und die Umsätze gelten übrigens auch rückwirkend. Das heißt, also, wenn ihr gesagt habt, habe ich vergessen. Das Gute ist, auch für die Umsätze ab dem 1. Februar, wer also im Februar schon unterwegs war, irgendwo in der Weltgeschichte, der kann das damals machen. Natürlich muss man jetzt überlegen, die Kreditkarte wird sie dadurch attraktiver, ja, ein bisschen für in Europa, aber es ist halt immer noch mit Foreign Exchange Gebühren. Und ich hatte mich gestern auch mit Johannes über Revolut unterhalten und auch über Alternativen und über amerikanische Kreditkarten. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, die vierfachen Meilen kompensieren in meinen Augen nicht die Foreign Exchange Gebühren. Wenn ihr überlegt, wie viel mehr ihr mit amerikanischen Kreditkarten bekommt, könnt ihr auch hier, warte, ich muss gerade gucken, ich muss auf meinen Kontrollbildschirm, da, ja, da bin ich richtig, könnt ihr mir unter der Nummer schreiben und eine kostenlose Beratung bekommen zu amerikanischen Kreditkarten. Wir haben da auch eine Lösung für jeden, der nur eine Karte haben will, als neues Projekt. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, da bin ich auf eure Antworten gespannt. Also, nächstes Thema haben wir auch, Miles and Pay. Und zwar Miles and Pay, das ist ja auch so eine Geschichte, wo ich so ein bisschen gespalten bin. Und ich hatte euch ja gesagt, ob es sich lohnt oder nicht. Ja, also für den einen oder anderen kann es sich lohnen, aber eher nicht, weil ich finde, den Wert der Meile, den man bekommt, wenn man die für ein Flugticket ausgibt, ist halt wesentlich besser. Aber für Leute, die so viele Meilen haben, und ich habe letztens wieder jemanden gehabt, der hatte über 30 Millionen Lufthansa Miles & More Meilen. Unglaublich. Und er wollte wissen, was er damit macht. Ja, also das, was man machen kann, ist natürlich, dass man Miles & Pay macht und dafür benötigt man die Miles & More App. Das geht so, man kann damit halt überall Meilen einlösen, wo die Miles & More oder wo Eurocard angenommen wird, um genau zu sein, Mastercard heißt ja jetzt. Und man kann dort anteilig oder vollständig mit Meilen begleichen, Mindestbeträge
mein Wert ist 10 Euro. Dann ab 20 Euro gibt es 12,5% Meilenabsparnis. Ab 100 Euro gibt es sogar 22% Meilenersparnis. Und jetzt kommt der Knaller. Im Moment gibt es eine Aktion bis zum 31.03. Also ihr habt noch ein paar Tage Zeit, gilt auch fürs Tanken. 40% Meilen sparen mit Miles and Pay and Flink. So ist es. Und ihr könnt sogar mit dem Einlösen dann auch noch neue Meilen dazu sammeln. Das ist auch wichtig. Und wichtig ist, wenn ihr euch anmeldet, ihr kriegt zumindest 500 Punkte. Also wer es nicht nutzen möchte, sollte sich zumindest anmelden, um die 500 Punkte mitzunehmen. Und Flink ist halt auch so ein Food Delivery Service. Aber ihr habt ja auch meine Meinung eben gehört, wie ich das nicht so prickelnd fand. Ja, also auf jeden Fall, um dann nochmal aufs Tanken zurückzukommen, da ist es halt so, dass man das beim Tanken zum Beispiel nutzen kann, dass man dort dann halt durch die steigenden Spritpreise vielleicht das Ganze abmildern kann, indem man halt die Meilen benutzt. So ist das. Und bis zum 30.06. gibt es noch diesen Meilennachlass an Tankstellen in Deutschland. Da wäre ich mal auch gespannt, wie das geht. Also beim Tanken bis zu 40% sparen. Gilt also nicht nur bei Flink. Letztes Thema für heute, das ist ein Thema, was eher so ein Trauerspiel ist. Und zwar ist das Trauerspiel Meilenpooling. Also wenn man überlegt, dass viele Programme ja anbieten, dass man Meilen zusammen sammeln kann als Familie oder wenn man in einem Hausland lebt. Und bei diesem Meilenpooling passiert es dann halt auch immer wieder, dass es nicht geht, wie bei Lufthansa und so weiter. Und United hat es jetzt auch eingeführt, weil sie gesagt haben, ja, das ist cool. Aber ich bin mal gespannt, weil die jetzt dieses Mileage Plus mit Mileage Pool Family and Friends angeboten haben in einem gemeinsamen Konto zu sammeln. Ich wollte gerade Account sagen. Konto zu sammeln. Was natürlich den Vorteil hat, dass wenn 10 Leute zusammen sammeln, dass man natürlich eine Prämie schneller bekommt, ist ganz klar. Aber das Thema ist halt so, dass es ja wohl Probleme gab. Ich weiß nicht, was das Problem war. Ob das jetzt eventuell runtergenommen worden ist, weil da schon die ersten Missbräuche passiert sind. Wir haben das ja auch bei Hyatt gesehen, seitdem es diese ganzen Zertifikate gibt, die man handeln kann im Prinzip. Gibt es Facebook-Gruppen, die nichts anderes machen als dieses. Ich persönlich finde das nicht so prickelnd im klassischen Sinne, dass man das, also ich denke, die sollten das entweder mal, sie machen es offiziell, dass es erlaubt ist, aber nicht so eine Grauzone. Das ist immer so schwierig, was man damit dann macht. Dann das Mileage Pooling ist halt wirklich so, dass man dort natürlich auch, wenn man Konten hat, die dann nicht benutzt werden zum Beispiel, weil der Ehepartner nicht fliegt oder so oder der Partner, kann man die Punkte dann rüber sammeln, bevor dann das Konto irgendwann mal gesperrt wird und die Konten, man hat dann halt eine größere Prämie. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt nicht gesperrt worden ist wegen Fraud. Ich habe noch die Frage des Tages und zwar habe ich das ganz vergessen. Nutzt ihr Miles and Pay? Findet ihr das eine gute Option? Und vor allem auch, seht ihr den Value oder eben nicht? Also das heißt, warum benutzt ihr es, wenn ihr es benutzt? Und wenn ihr es nicht benutzt, warum benutzt ihr es nicht? Da bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Ich muss jetzt hier wieder schnell packen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Wir haben jetzt wieder, also ich versuche dieses Wochenende 4 Sendungen zu posten. Einmal mit Freddy noch haben wir hier eine Folge. Dann mit Johannes die neue Kreditkartenfolge. Kanalmitglieder sehen das ja wahrscheinlich schon. Und dann natürlich hier dem Meilenmittwoch, aber am Samstag und dann die heutige Folge. Also, danke euch, dass ihr dabei wart und dass ihr bis zu Ende geschaut habt. Ich kriege schon Sprachstörungen, ich muss Schluss machen. Und ich muss auch was essen. Ich gebe euch wie immer an dieser Stelle nochmal den Abspann und bis morgen in Alter und in Frische und schauen wir mal, was so passiert. Also, bis dann. Ciao.